ganz ehrlich, ne? Wir beide, Alex, behaupte ich jetzt, wir würden uns nicht hier jetzt unterhalten und hier würden nicht so viele Menschen sitzen, wenn das nicht gewesen wäre. Wir lieben Menschen mit Brüchen, weil wir selber alle so sind, weil wir selber immer wieder auf die Schnauze fliegen und dann aufstehen. Greater. It's in you. Warum kommst du eigentlich zum Greater Festival? Ich kenne das ein bisschen von deinen Kollegen von OMR, von Philipp Westermeier und das hat mir sehr gefallen, auf dieser Bühne auch so eine Kulisse mal zu erleben. Und ich habe das Gefühl, wir hören das auch hier ständig, ich höre einen Podcast, das, was Richard erzählt, gefällt mir und das bewegt mich. Also offensichtlich gibt es da ein Bedürfnis und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt die Generation, die dran ist. Also vorher gab es immer noch so diese Barriere, da gab es immer noch unsere Eltern. Ne? Und die ziehen sich jetzt langsam zurück oder sie sind leider Gottes teilweise gar nicht mehr unter uns. Und jetzt sind wir die Generation, die dran ist. Und das bedeutet auch was. Das bedeutet auch Verantwortung. Na, wir sind jetzt dran, aus dieser Welt etwas zu machen, aus dieser Gesellschaft etwas zu machen. Wir sind dran, unseren Kindern was zu geben. Also wir sind jetzt dran. Und dieser Verantwortung, glaube ich, müssen wir auch gerecht werden. Ich glaube, ich sage nicht viel Verkehrtes, wenn ich sage, du bist wahrscheinlich einer der, wenn nicht das bekannteste Fernsehgesicht, was es heute in Deutschland gibt, seit vielen, vielen Jahren auf Sendung. Du bist durch Höhen und Tiefen gegangen. Heute hast du, ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, Markus Lanz ist gerade in seiner besten Zeit. Ja, ich wollte ja mal mit 50 aufhören. Glücklicherweise habe ich es nicht gemacht. Ich hätte sonst, glaube ich, tatsächlich die beste Zeit meines Berufslebens verpasst. Ist auch ganz interessant, ne? Das ist auch für viele, die hier sind. Wir alle haben immer so den Eindruck, irgendwann mal, wie wir arbeiten auf irgendwie so ein imaginäres Ziel hin. Aber das Schöne ist, wenn du irgendwann über so einen bestimmten Punkt hinaus bist, dann etwas zu tun, was dich wirklich erfüllt und es einfach weiterzumachen und am Ende idealerweise vielleicht sogar ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Ich glaube, das ist das Beste, was wir als Menschen erreichen können, ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu leben. Es geht gar nicht darum, ultimativ glücklich zu sein und so weiter. Wenn du in Büchereien gehst, ja, auch digitale Büchereien gehst, die Glücksratgeber, ja, die Regalmeter, die damit... Ist länger geworden die letzten Jahre. Immer. Und ich glaube tatsächlich, dass es darum aber gar nicht geht. Glück ist etwas wahnsinnig Flüchtiges. Und Glück kann man auch nur fühlen, glaube ich, wenn man auch Unglück kennt. Genauso wie der Tod etwas, glaube ich, sehr Wertvolles ist, weil erst der Tod macht das Leben wertvoll. Ja, das gehört alles zusammen. Und ich glaube, am Ende geht es darum zu verstehen, Selbstbestimmtheit. Und viele, viele Menschen erreichen das leider nicht. Und ich bin froh, dass ich sagen kann, ich habe das irgendwie hingekriegt. Dafür bin ich wirklich dankbar. Ich weiß, dass dir Selbstbestimmtheit so extrem wichtig ist. Warum ist dir das so wichtig? Naja, weil es schlicht und ergreifend, weißt du, ich habe angefangen als Tellerwäscher, ja, in einem Restaurant in Südtirol, da wurden 150 Essen jeden Mittag klargemacht und abends 150 Pizzen. So, und ich als kleiner Gymnasiast da mittendrin. Und das war eine harte, lehrreiche Zeit. Das hatte nichts von Selbstbestimmtheit. Ja, da musste ich einfach diese elenden Teller sauber kriegen. Ich habe das alleine gemacht. Also die Spülmaschine und ich. Und wir haben das da irgendwie hart durchgezogen. Und nach dem Sommer war ich froh, dass die Schule wieder begann, weil die Schule war gegen das, was da vorher war, Erholung. Und insofern dachte ich immer, okay, da aus der Nummer musst du raus. Dass die Leute ständig sagen, was du zu tun hast, wie du zu sein hast, wer du eigentlich sein sollst, sondern du musst daraus. Und deswegen empfinde ich auch zum Beispiel die Art und Weise, wie meine, vielen Dank, wie meine Mama zum Beispiel, ne? Ich weiß, hier sitzen viele Eltern und es geht ja immer um die Frage, wie überträgst du das auf deine Kinder? Wie kriegst du deine Kinder zum Beispiel hungrig? Ja? Wir alle leben in einem gewissen Wohlstand. Es geht uns im Vergleich zu einem armen Afrikaner, geht es uns unendlich gut. Das heißt, wir sind auf dieser Bedürfnispyramide irgendwo sehr weit oben angekommen. Und die Frage, wie machst du deine Kinder hungrig, ist eine Frage, die mich immer sehr umgetrieben hat, weil ich jemand bin, ich hatte immer das Gefühl, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Leben. Ja? Und ich habe versucht, diese Rechnung irgendwie zu begleichen. Aber wenn du in sehr behüteten, wohl
also angenehmen Verhältnissen, wohlsituierten Verhältnissen aufwächst, dann hast du diese Themen nicht so sehr. Und ich glaube, die Kinder auch dahin zu kriegen, wirklich etwas zu wollen vom Leben, das ist eine große Herausforderung und gar nicht so furchtbar einfach. Und ich bin meiner Mutter zum Beispiel sehr dankbar dafür, die hatte ganz andere Sorgen. Mein Vater ist sehr früh verstorben und meine Mutter hatte einfach das Thema, irgendwie diesen kleinen Gastbetrieb, den sie hatte, weiter zu betreiben und uns drei Kinder irgendwie großzuziehen. Aber wenn du meine Mutter fragen würdest, was habe ich eigentlich genau gemacht in meinem Leben, das jetzt dazu geführt hat, dass wir beide hier sitzen und uns unterhalten, ich glaube, sie könnte es dir nicht sagen. Und ich bin für diese Art von Freiheit, die am Ende Vertrauen war, Vertrauen darauf, dass deine Kinder das schon machen werden, bin ich unfassbar dankbar. Und das ist nicht einfach, das mit den eigenen Kindern auch so zu machen. Du sagst es gerade, du hast deinen Vater sehr früh verloren. Deine Mutter hat es sehr herausfordernd natürlich, dich und deine Geschwister durchzubringen. Gleichzeitig war es für sich sicherlich auch nicht einfach. Ich habe in einem Buch über dich. genau. Habe ich gegen meinen ausdrücklichen Willen entstanden, ja. Ganz genau. Aber ein sehr schönes Buch übrigens, was ich empfehlen kann über dich. Gibt es eine Geschichte oder eine Szene, die beschrieben wird, wo du tatsächlich Touristen, du bist in Südtirol aufgewachsen, Touristen, die dort angefangen haben, Urlaub zu machen, das war, glaube ich, so die erste Zeit, als die deutschen Touristen darüber kamen, gefragt hast, ob sie nicht ihre Hose da lassen können, dass sie die drauftragen. Wir kriegen regelmäßig Dinge so geschenkt, ja. Also mein erstes Bonanza-Rad war ein gebrauchtes Rad von einem anderen Touristenkind, ja, genau. Und dann habe ich später mit meinem Bruder angefangen, Musik zu machen. Ich wollte eigentlich immer Musiker werden. Und ich habe hier in dieser Halle übrigens ein Konzert von Lionel Richie gesehen und habe mich damals gefragt, ob ich doch mit meinem Berufsweg einen Fehler gemacht habe. Und ich würde sagen, ja, eindeutig. Also Lionel Richie hier, da habe ich gedacht, das war eigentlich der große Traum. Der hat so nicht funktioniert, weil es von unfassbar vielen Faktoren abhängig ist. Aber wir haben dann angefangen, sehr viel Musik zu machen. War ein sehr ambitioniertes Projekt. Mein Bruder und ich, wir haben so Top 40 Hits in irgendwelchen Hotels rauf und runter gespielt. Und ich weiß noch, ich habe von einem sehr bekannten Moderator mal gelernt, dass man unterbrechen muss, wenn man anfängt auszuschweifen. Nee, ich wollte nur eine Sache sagen. Meine Frage, Markus, danke. Ich wollte nur noch die Pointe schnell machen. Es war immer so, ich höre dann auch schon auf damit, wir fingen immer mit den Pet Shop Boys an und endeten immer mit den Flippers. Und das war halt eine sehr harte Erfahrung. Ich weiß, Markus, dass du sehr ehrgeizig bist, dass diesen Erfolg, den du heute hast, nicht einfach vom Himmel gefallen ist oder du nur zufällig vor der richtigen Kamera standest, sondern ist das etwas, was du schon in frühen Jahren angefangen hat, aufgrund des Umfeldes, wo du aufgewachsen bist, dass du einfach das Gefühl hattest, ich muss was tun, um was zu werden? Ja, also das Gefühl, dass ich was tun muss, hatte ich immer. Und das habe ich auch bis heute. Aber ich musste eine Einschränkung machen. Ich habe immer wahnsinnig gern gearbeitet. Ich mache das, was ich tue, wirklich, weil ich es tun möchte. Niemand zwingt mich dazu. Richard und ich reden da manchmal darüber, was wir tun können, ist eigentlich bezahlte Selbstverwirklichung in Wahrheit. Und dafür bin ich dankbar. Und was ich aber für mich als Lektion so mitgenommen habe, als jemand, der jetzt auch so ein paar Tage überblickt, ist, mach es nicht verbissen. Immer locker bleiben. Wenn die Dinge nicht leicht gehen, dann lass sie los. Es hat keinen Sinn. Einfach gehen lassen. Gehen lassen. Nicht gegen harte Widerstände angehen. Einfach laufen lassen. Im Grunde ein bisschen wie die Queen. Ja? Never explain, never complain. Einfach laufen lassen. Das ist genau das Richtige. So muss man es machen. Wie die Royals in England. Wenn man sich so deine Lebensgeschichte anschaut, dann auch gerade die berufliche. Du hast angefangen im Radio, glaube ich, so die klassische Karriere der vielen großen TV-Gesichter, die wir heute haben, wie Thomas Gottschalk und Günther Jauch und so weiter. Hast du eine sehr ähnliche Karriere gemacht, Radio, bis dann zu RTL ins Fernsehen, bis dann irgendwann zum ZDF ins Öffentlich-Rechtliche gewechselt, was, glaube ich, auch ein bewusster Schritt von dir war. Führ uns einmal kurz in die Welt. Wie ist deine berufliche Karriere so verlaufen? Und ich hatte das Gefühl, dass du 2014 dann eigentlich auf dem Höhepunkt angekommen warst, als du das große deutsche TV-Format erben durftest, in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk zu treten und Wetten, dass du übernommen hast. Ja, das Gefühl hatte ich nicht. Aber das war auch, glaube ich, auch in einigen anderen klar. Also dieses Land ist so sehr mit Thomas Gottschalk und Wetten, dass kulturell verbunden,
das, glaube ich, jedem klar war. Da gab es ja noch ein paar andere, die das eigentlich machen sollten. Und alle haben sich sehr elegant in die Büsche gehauen, weil allen klar war, der Phantomschmerz, ja, darüber, dass der Domi nicht mehr da ist, ja, der wird so groß sein, das kann nicht gut enden. Und genauso ist es dann auch gekommen. Und tatsächlich, ja, die Anfänge waren eigentlich ganz einfach. Ich hab angefangen in einer sehr bekannten Werbeagentur in Hamburg, weil ich immer der Meinung war, ich kann mit meinem schweren Tiroler Akzent nicht irgendwo in deutschen Medien arbeiten, weder im Radio noch im Fernsehen. Und irgendwann merkte ich, da gibt es vielleicht doch eine Chance, zum Radio zu gehen. Ich wollte immer zum Radio gehen, weil das eigentlich so mein Medium war. Deswegen macht mir der Podcast auch so einen Spaß. Und habe dann damals in dieser Agentur gekündigt. Und ich weiß noch, ich saß vor dieser Chefin, Frau Dr. Werner, und ich habe damals recht gutes Geld verdient. Und sie sagte zu mir, Sie wollen kündigen? Was verdienen Sie? Ich sagte, 6.000 Mark. Und sie sagte, okay, ich gebe Ihnen 7, Sie bleiben. Dann sagte die Frau Werner, das hat keinen Sinn, ich gehe trotzdem, ich kündige. Dann Pause, dann sagt sie zu mir, wie viel kriegen Sie denn da bei diesem Radiosender? Und ich sagte, ja, 300. Und sie meinte, am Tag? Oder sagte, nee, im Monat. Wieder Pause. Und nach 30 Sekunden hatte sie sich gefangen und sagte, wissen Sie, ich habe noch nie jemanden gesehen, der seine Karriere so die Kloschüssel runterspült wie Sie gerade jetzt. Und ich saß so da und dachte, ja, scheiße, was, wenn sie recht hat? Und ich wusste es ja damals nicht. Aber ich wollte das unbedingt, und zwar genau aus diesen Gründen. Ich wollte ein selbstbestimmtes Leben leben und ich wollte es zumindest versucht haben. Weißt, es gibt diese schöne Szene in Einer flog übers Kuckucksnest, wo, glaube ich, der Häuptling mit Jack Nicholson diese Wette macht. Und zwar darüber, ob er es schafft, dieses schwere Steinwaschbecken hochzuheben. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. Und er sagt, Jack Nicholson sagt, ich schaffe das. Und alle lachen ihn aus, die anderen, die da alle sind, die alle anderen Patienten, und sagen, auf gar keinen Fall schaffst du das. Und er geht ran und versucht, dieses Ding hochzuheben und scheitert erbärmlich. Und dann lachen die ihn alle aus und er dreht sich um und sagt, aber weißt du, ich habe es wenigstens versucht. Und das ist der Punkt. Man muss es zumindest versucht haben. Das ist der entscheidende Punkt. Du hast es versucht, bist dann irgendwann beim ZDF gelandet, Rieseneinschaltquoten, Markus Lanz, die Talkshow. Und dann kommt dieser, zumindest von außen her, glaube ich, wurde so wahrgenommen, totaler Höhepunkt. Man ist der Nachfolger von Thomas Gottschalk. Die Geschichte ist ja dann nicht so ausgegangen, wie man es erhofft hat. Sondern am Ende des Tages wurde es dann richtig niedergeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie lang das Comeback war von Wetten, dass 2 Jahre oder so, dass du es... Ich glaube, drei. Drei Jahre. Mhm. Gleichzeitig gab es tatsächlich viel Kritik rund um deine Talkshow. Ich glaube, 2014 war das. Ja, da durfte jeder mal. Das war, ja, hatte jeder glaub, einen Freund. Da wurde eine Petition gemacht, weil du Sager Warenknecht, glaube ich, so richtig in die Mangel genommen hast. Hast dich dann, glaube ich, auch nachher entschuldigt. Ein Gerücht. Wie war diese Phase für dich? Ja, das war schon hart irgendwie, aber weißt du, da muss man durch. Das ist das, Robert Habeck nennt es die Härtung. Ja? Man muss da durch. Wenn du, und ganz ehrlich, ne, wir beide, Alex, behaupte ich jetzt, wir würden uns nicht hier jetzt unterhalten und hier würden nicht so viele Menschen sitzen, wenn das nicht gewesen wäre. Wir lieben Menschen mit Brüchen, weil wir selber alle so sind, weil wir selber immer wieder auf die Schnauze fliegen und dann aufstehen. Das ist der Punkt. Ja, entscheidend ist, wenn du dich auf ein Gespräch vorbereitest, auf ein Interview vorbereitest, und so geht es mir auch, nichts ist doch langweiliger als ein Mensch, der da sitzt, völlig ohne Ecken und Kanten, ohne Brüche, nichts, woran du dich sozusagen mal festhalten kannst und sagst, ach guck mal, die hat auch ganz viel Scheiße erlebt, aber wie ist er oder sie da wieder rausgekommen? Das ist das entscheidende Ding. Ich glaube, wenn man da einmal durch ist durch die Scheiße, dann kann man da gut drüber sprechen. Das kenne ich auch, wenn ich die Krise durchlaufen habe. Wenn man richtig drin steckt, dann sieht es ja meistens anders aus. Wie gehst du mit solchen Phasen um für dich persönlich? Ich habe tatsächlich grundsätzlich etwas in mir. Ich habe neulich einen sehr interessanten Mann kennengelernt, will den Namen jetzt nicht sagen. Ein Psychiater, Neurowissenschaftler, den ich gefragt habe, wie kann es sein, dass Menschen, die richtig Mist erlebt haben, die denkbar schlechtesten Voraussetzungen hatten, um in dieser Welt was zu werden, die in ganz problematischen Familienverhältnissen aufgewachsen sind, der Vater vielleicht Alkoholiker, Gewalt, keine gescheite Schulausbildung und trotzdem
dann plötzlich da ein Genie, jemand, der sich richtig durchsetzt. Und er sagte zu mir etwas sehr, sehr Schönes und das ist auch etwas wirklich Tröstliches, weil ich auch mit Blick auf Schule und auf Lehrer und so weiter häufig Kinder sehe und denke, boy, wer bringt den weiter? Wer gibt dem die Inspiration, die er braucht? Und er sagte zu mir, und das hat mich total berührt, er meinte, weißt du, es braucht nur einen Menschen, einen einzigen. Wenn du das Glück hast, in deinem Leben einen einzigen Menschen zu treffen, der gut zu dir ist, der dir vertraut, der dich fördert und der das in dir sieht, was du bist, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann wirst du resilient. Das fand ich sensationell und dachte, das ist halt das Glück, das man haben muss. Und dieses Glück hatte ich tatsächlich, auch mit Blick auf Lehrer und so weiter, hatte ich mehrfach. Und auch das ist so ein Grund, der dann dazu führt, dass man dankbar sein muss. Ich hatte den Eindruck, dass diese Krise mit Wetten, dass auch diese Talkshow, ich weiß nicht, ob sie mal am Ende stand zu der Zeit, ob das mal intern diskutiert wurde, aber zumindest mal auch nicht. Nee, das lief immer tatsächlich. Das lief von Anfang an gut und daran konnte auch die Petition aus sehr linken Kreisen nichts ändern. Nee. Was ich sehr spannend fand. Der Hintergrund war interessant übrigens. Ne? Der Hintergrund war, in der Präambel für ein Europawahlprogramm der Linkspartei stand der Satz drin, dass die EU und Sarah Wagenknecht war zu der Zeit EU-Abgeordnete, eine militaristische und diktatorische Veranstaltung sei. Und das fand ich sehr merkwürdig. Und das von einer Vertreterin einer Partei, die mit ihrer eigenen diktatorischen Vergangenheit nie so richtig aufgeräumt hatte. Und deswegen habe ich diese Frage gestellt. Und das fand ich sehr merkwürdig. Und interessant war, dass diese Präambel, die da drin stand, am Wochenende auf dem Parteitag in Hamburg, ist die ganz klammheimlich aus diesem Programm verschwunden, nie wieder aufgetaucht, hat aber nur eine Zeitung hat das berichtet, dem Rest war es dann egal, die hatten mehr Spaß daran, mich fertig zu machen. Was aber nichts daran ändert, dass ich zum Beispiel Sarah Wagenknecht, ich mag die persönlich sehr, ich treffe die immer mal wieder, ich habe sogar ihre Nummer und ich tausche mich mit ihr ab und zu mal aus, ich schätze die sehr. Also da gibt es gar nichts Persönliches, sondern es ist etwas Inhaltliches und nichts weiter. Ich hatte den Eindruck, dass diese Krise 2014, dass du irgendwas bei dir verändert hast. Denn tatsächlich, deine Talkshow hat sich extrem verändert. Ich habe tatsächlich auch diesen Punkt, wo es zu einer politischen, gesellschaftspolitischen Talkshow geworden ist, ehrlich gesagt verpasst. Weil ich kenne nur die alte Talkshow, wo der Wendler kommt und... Der Wendler, legendär. Macht das nicht so schlecht. Das war super. Ja. Da gab's, wir haben damals... Es gibt eine... Kennst du die? Es gibt eine großartige Spiegel-TV-Reportage. Kollegen von Spiegel TV haben sich ja immer um alle Themen gekümmert, unter anderem auch um den Wendler. Es gibt eine großartige Reportage, wenn der Wendler kommt, unterwegs mit Deutschlands unbekanntestem Schlagerstar. Und da siehst du eine Stretch-Limousine, weiß natürlich, durch das nächtliche Ruhrgebiet fahren. Und es gibt so ein schönes Standbild, wo diese Limousine einfach sozusagen von links nach rechts durch dieses Bild fährt. Dann Umschnitt, der Kameramann sitzt hinten. Und vorne sitzt der Wendler und hört seine eigene Musik und dreht sich um und sagt in die Kamera, also ganz ehrlich, wenn ich nicht selber der Wendler wäre, ich wäre mein allergrößter Fan. Und das fand ich so eine Weltnummer. Und das haben wir ihm damals vorgespielt bei seinem Auftritt. Und dann kriegte er sehr schlechte Laune, weil er gemerkt hat, das ist jetzt nicht so ganz in seinem Sinne und wollte dann aufstehen und gehen. Und ich sagte dann, während dieser Einspieler lief zu ihm, passen Sie auf, wenn Sie jetzt aufstehen und gehen, würde ich mich sehr freuen, weil dann haben wir morgen einen Skandal und dann kennt uns jeder. Aber ich persönlich, wenn ich Ihr Manager wäre, ich würde Sie nicht raten. Und dann ist er sitzen geblieben. Das war super. Ich habe nichts gegen den Wendler, ich mag den. Wir lieben ihn doch alle. Aber tatsächlich hat sich dadurch deine Art, Fernsehen zu machen, hatte ich das Gefühl, hat sich über die letzten Jahre extrem verändert. Machst du mehr dein Ding? Ich glaube, ja. Also man muss ja natürlich immer, das müssen wir alle, ne? Wir alle, wenn jemand sagt, ich mache mein Ding, meine große Mission, das ist einfach gelogen. Also wer so glücklich ist, das von sich sagen zu können, wunderbar. Aber wir alle müssen selbstverständlich unfassbar viele Kompromisse machen. Und irgendwann mal kommt aber der Punkt, glaube ich, und da muss man sich dann entscheiden. Wenn man in der richtigen Position ist und das Gefühl hat, okay, jetzt geht's, dann hat man, glaube ich, auch die Pflicht, irgendwann zu sagen, so, und jetzt machen wir es mal genau so.
Das ist, glaube ich, das muss man verstehen. Ich hab irgendwo gelesen, dass du ein Workaholic sein sollst. Ein Gerücht. Ich hatte schon den Eindruck, als ich mit dir beschäftigt habe, als wir gesprochen haben, du bist schon wirklich sehr engagiert, so will ich es mal sagen. Du überlässt es ungern dem Zufall. Du bist jemand, der viele Optionen gleichzeitig macht. Du hast sehr viele unterschiedliche Projekte sozusagen, die du gleichzeitig machst. Die verschiedenen Projekte. Verschiedenen Projekte. Ein Workaholic, so hast du angefangen. Genau, danke. Das ist sehr falsche Behauptung. Den Punkt habe ich tatsächlich. Du hast auch mal gesagt, dass du tatsächlich so diese Phase von 30 bis 42 für dich besonders wichtig war. Warum ist diese Phase im Leben? Ja, das ist interessant. Also ich habe da oft drüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich, dass wir alle, die wir so uns aufmachen irgendwann in dem Beruf, ich glaube, dass wir eine Phase haben, so zwischen 30 und 40, die unglaublich wichtig ist. Und das Dumme ist aber, während wir 30 und auf dem Weg zu 40 sind, verstehen wir das nicht. Wir kapieren das nicht. Wir verstehen nicht, dass dort die entscheidenden Weichen für alles andere danach gestellt werden. Also konkret, wenn du, keine Ahnung, du bist jemand, der Psychologie studiert. Und jetzt bist du in diesem 28. Semester und es wird irgendwie nichts und so. Und du triffst dann irgendwann die Entscheidung mit 40, meinetwegen, pass auf, ich werde jetzt Schreiner, ich werde jetzt Tischler. Dann kannst du mit 40 noch anfangen, eine Ausbildung zu machen und kannst mit spätestens 43, 44 ein ganz großartiger Tischler sein. Und dann hast du mit ein bisschen Glück noch 20 richtig gute Jahre. Du kannst sogar sagen, pass auf, mein Kater, der ist mir so nah und jetzt studiere ich Veterinärmedizin. Das kannst du mit 38, 39 theoretisch noch machen und dann kannst du dich mit 44 selber um deinen Kater kümmern, ja, und um andere Kater auch. Dann bist du ein guter Tierarzt. Das könntest du machen. Wenn du 45 bist, vorbei. Wenn du 50 bist, erst recht vorbei. Und diese Erkenntnis, dass dein Leben sozusagen spätestens irgendwo zwischen 45 und 50 das ist, was es ist. Die ist nicht immer schön. Da musst du auf dem Weg sein. Dann kannst du noch alles machen. Dann kann auch nach 50 noch eine tolle Karriere kommen. Dann tun sich plötzlich ganz neue Türen auf, wenn du etwas gefunden hast für dich, was du mit Leib und Seele machst. Aber wenn du dann in so einem Job bist, auf den du eigentlich in Wahrheit keinen Bock hast und eigentlich nur darauf wartest, dass es endlich später wird, sprich 65 oder 63 oder 67, was auch immer, dann ist böse, dann hängst du da. Und ich glaube, da ist ein riesiges Frustpotenzial in dem Alter. Und deswegen sage ich auch manchmal, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, achtet auf diese Zeit. Diese Zeit ist unfassbar wichtig. Da ist die große Chance und nutzt sie. Mach alles, was geht. Und wenn du auf die Schnauze fliegst, mach was anderes, aber mach es. Und zwar mit Leib und Seele. Ich weiß, dass du es liebst, regelmäßig auch deine eigene Komfortzone zu erweitern. Und im Sommer machst du das häufig in Grönland mit deinem Sohn seit einigen Jahren. Warum ist das so, Komfortzone erweitern für dich? Oh, ich hatte immer das Gefühl, man muss immer gucken, sozusagen, was hinterm Horizont noch so ist. Und ich habe diese Ruhe, die man dann auch mal braucht, sozusagen die ganz andere Seite, die völlige Abwesenheit von Reizen und Eindrücken, die habe ich dann immer in einsamen Landschaften gesucht. Die habe ich in der Mongolei gesucht und auch gefunden zum Beispiel. Die habe ich aber vor allen Dingen in Grönland gesucht und gefunden. Ich bin 2003 mit einem Freund von mir, mit zwei Freunden, zum Nordpol gelaufen, mal zu Fuß. Das war eine wahnsinnige Erfahrung. Und dann braucht man dafür? Wir waren ein paar Wochen unterwegs, ja, von einer russischen Driftstation aus, Borneo, und sind von da zum Pol gelaufen. Und das war im April und das war hart, weil der Pol ist einfach eine schwimmende Eiskappe sozusagen. Und dann dahin zu kommen, jeden Tag dich 13, 14, 15 Stunden zu quälen, es war nicht einfach, gab dann ein schönes Erlebnis. Wir sind dann irgendwann Ostern, kamen wir direkt zum Pol. Und du siehst nur auf deinem GPS, dass du jetzt auf 90 Grad Nord bist und wirklich am Nordpol. Und die Ansage war, ihr wartet dort bitte auf eine andere Expedition. Die waren parallel zu uns unterwegs, auf einem anderen Längengrad, parallel zu uns unterwegs, eine russische Expedition. Und diese Russen kamen einfach nicht. Und wir saßen dann da am Nordpol, haben da gezeltet in diesem winzigen Zelt und drifteten in dieser Zeit nochmal 30, 35 Kilometer Richtung Südostgrönland weg.
Und diese Scholle wurde immer kleiner und es brach dann irgendwann mal so ein Riss auf und das ist unheimlich. Aber es war halt auch wahnsinnig schön, weil es so eine Todeszone ist. Da ist nichts. Nur einmal tauchte so eine winzig kleine Robbe auf aus dem Nordpolarmeer und hat geguckt, was wir da so machen. Das war irre. Und irgendwann kam über Satellitentelefon die Ansage, die Russen kommen jetzt Richtung Nordpol, macht euch bitte auf den Weg, ihr müsst euch dort treffen. Und dann machten wir uns wieder auf den Weg, alles abgebaut, 13 Stunden gelaufen und plötzlich wie ein Moonraker, kleine schwarze Männchen in diesem weißen Nichts. Und wir kamen näher und sehen plötzlich, wie die Raketen in den Himmel schießen. Und ich sagte zu Armin, sag mal, kann es sein, dass die Feuerwerkskörper zum Nordpol geschleppt haben? Weil wir haben das alles sehr deutsch gemacht. Maximal gewichtssparend, maximal reduziert, auf nichts, was überflüssig ist, mitgenommen und so weiter. Und dann kamen wir noch näher und sahen, dass nicht nur Feuerwerkskörper in den Himmel flogen, sondern wir sahen Russen, die sehr gut gelaunt und mit sehr wenig Klamotten am Leib um diese Zelte tanzten. Und es war klar, da waren auch noch andere Substanzen als nur Nordpolwasser im Spiel. Und es stellte sich raus, sie hatten eine größere Menge Wodka auch zum Nordpol gezogen. Ja, eine Idee, auf die wir aus Gewichtsgründen und mit unserer deutschen Mentalität nie gekommen wären. Und wir waren dann wenig später alle sehr leicht bekleidet und auch alle in einem sehr lustigen Zustand und tanzten um diese Zelte. Und ich habe damals gedacht, was für eine schöne Geschichte eigentlich und was für eine schöne Metapher aufs Leben. Wir mit unserer deutschen Art, wir waren zwar schneller, aber die Russen hatten so viel mehr Spaß. Und das ist halt das Ding. Ich weiß, dass hier sehr, sehr viele Menschen die Vision von ihrem Leben haben, was sie in Zukunft leben möchten, was ihnen wichtig ist in Zukunft. Ich persönlich arbeite auch mit Visionen. Jetzt bist du schon, glaube ich, in einem glücklichen Leben und machst das, was dir Spaß macht. Was ist so deine Vision von deinem zukünftigen Leben? Hast du sowas? Du hast mal gesagt zu mir vor 2 Wochen, Alexander, ich visioniere wie Angela Merkel. Ist dein Leben so trist? Nein, gar nicht. Nee. In Bezug auf Angela Merkel hat mal gesagt in einem Interview, sie denkt sehr, 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 sehr lange über Dinge nach und dann weiß sie irgendwann, was sie tun muss. Und das mache ich auch. Ich denke sehr, 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 sehr lange über Entscheidungen nach und irgendwann weiß ich ziemlich genau, was ich tun muss. Man könnte das zweiflerisch nennen, man könnte das unentschlossen nennen, aber ich denke lange nach, nehme die Zeit und dann treffe ich eine Entscheidung und dann ziehe ich aber hart durch. Und ich war immer, wenn du sagst Vision, ich hatte diese Vision tatsächlich nie. Ich habe auch gelernt, man kann Karrieren nur bis zu einem bestimmten Punkt wirklich planen. Das meinte ich auch vorhin mit dieser Leichtigkeit, die man sich bewahren muss. Das ist wichtig. Aber ich meine, wir sind hier im Rheinland. Ja, der Rheinländer an sich hat mit Leichtigkeit kein Thema. Das haben die alle auch so drauf. Ich habe ja lange hier in Köln gelebt. Die Kölner haben ja diese wunderbare Lebensbegabung. Ja, so dieses entspannte. Irgendwie wird das. Irgendwie läuft's. Irgendwie läuft's, genau. Und wenn es richtig scheiße läuft, bestellen wir nochmal einen Kölsch und dann geht's auch wieder weiter. Und das hat mir immer gut gefallen. Und ich war auch immer jemand, der sich geweigert hat, so einen Plan B zu haben. Ich finde Plan B total bescheuert. Ich hasse Plan B. Ich denke immer, nee, mach doch mal einen Plan A. Weil wenn du Plan B im Hinterkopf hast, ja, dann hast du auch immer sozusagen schon den Notausgang mitgedacht. Und das will ich nicht. Ich möchte mich gerne mit Haut und Haaren in etwas reinwerfen. Und wenn es dann richtig in die Grütze geht, dann denken wir über Plan B nach. Aber nicht vorher. Du hast mal gesagt, du hast immer einen Albtraum. Irgendwann, wenn ich aufhöre, lande ich auf dem TV-Campingplatz irgendwo bei Köln mit allen Big Brother und Reality-TV-Stars und dort musst du dann deinen Lebensabend. Ja, und der Albtraum ging noch weiter. Der Albtraum war immer, und der Hausmeister ist Gunter Gabriel. Das war immer so meine. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Albtraum wird wahr. Ja. Welche 3 Menschen hättest du gerne bei deinem Lebensabend dabei auf diesem Boah, ich weiß es gar nicht. Vielleicht will man gar keinen dann dabei haben, wenn es so trist endet. Vielleicht möchte man dann lieber alleine sein. Aber ich würde natürlich Richard fragen, ob er Zeit hätte, mal ab und zu mal vorbeizukommen. Einfach für die Kopfnahrung, ja, sozusagen.
Und ansonsten, ich weiß auch nicht, ich würde mich, glaube ich, mit Büchern dann eingraben und einfach wegfliegen in eine andere Welt, weil da in der Welt willst du nicht sein. Markus, ich hoffe, du wirst uns noch viele Jahre weiter entertainen. Bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Wenn deine langen Entscheidungswege dann Früchte tragen, bin ich gespannt, was da vielleicht auch nochmal Neues kommt die nächsten Jahre. Und danke dir, dass du so offen und bei uns warst. Danke. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Herzlichen Dank. Einen großen Applaus an Markus Lanz.